Hallo, ein herzliches Willkommen auf der dritten Villinger Hall of Angelshare Whisky Messe 2016. Ich bin jetzt zum dritten Mal da und mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass immer mehr Frauen auf der Whisky Messe zu sehen sind, was ich sehr, sehr schön finde. Und es viele Frauen als Besucherin, aber auch viele Frauen hinterm Tresen, das heißt, die auch im Whisky Business tätig sind. Und ich habe jetzt drei bezaubernde Engel hier getroffen und die haben sich bereit erklärt, ein bisschen was zu sagen und möchte einfach die Frauen bitten, sich mal kurz vorzustellen. Stellt euch mal kurz vor. Genau, ich bin die Lisa Lauinger. Mein Papa hat hier das Ganze auf die Beine gestellt und ja, ich bin leider erst zum zweiten Mal dabei, aber ja, fällt es hier sehr gut. Ja, ich bin die Melanie. Ich stehe bei Annahme Alba am Stand. Wir sind unabhängige Einzelfassabfüller und stellen hier unsere Abfüllung jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr vor. Petra Milde, ich bin Autorin und Redakteurin im Spirituosenbereich und betreibe auch leidenschaftlich einen privaten Whisky-Blog. Wow, wow, echt drei Frauen vom Fach, Wahnsinn. Jetzt habe ich gesehen, dass die beiden Mädels hier noch nicht, aber das wird sicherlich auch kommen, einen Button hier haben mit Sharing Angel. Das passt ja hervorragend zur Hall of Angels her, dass man da auch Engel trifft. Und ich hätte gerne gewusst, was sind die Sharing Angels, warum gibt es die und dürfen da auch Männer mitmachen? Die Sharing Angels, das ist ein ganz spontan entstandener Club von Frauen. Ich habe mich mit zwei Freundinnen getroffen und wir haben gemeint, Frauen sind auf Whisky-Messen zwar vertreten, aber wir haben gemerkt, viele von ihnen kommen, weil ihre Männer da sind, kommen mit, finden dann aber auch Gefallen an Whisky. Nur Frauen sind dann oft sehr zurückhaltend und sagen also, mein Mann kennt sich schon so aus und ich mag da gar nichts sagen, ich weiß nicht. Und wir möchten Frauen ermutigen, auch zu sagen, das schmeckt mir so, das schmeckt mir so. Und sich auszutauschen und so aus diesem, naja, ich bin der Fahrer für meinen Mann, herauszukommen. Und haben gesagt, das tut sich in der Gemeinschaft manchmal leichter. Und deswegen laden wir dazu ein, dass man sich auf Messen trifft, 10 Minuten, 15 Minuten mal miteinander redet über einen Whisky, wie schmeckt dir das, um auch ja, zu merken, ich kann ja drüber reden und ich weiß ja auch was, ich darf einfach sagen, der schmeckt mir, auch wenn er meinem Mann vielleicht nicht schmeckt, und ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen. Mittlerweile sind wir über 170 Frauen schon in dieser Gruppe und es sind auch sehr viele Brennerinnen dabei, es sind auch sehr viele Masterblenderinnen schon dabei, denn es ist heutzutage so, dass Frauen nicht nur Whisky trinken, Frauen machen auch Whisky und stellen Whisky her und haben auch ein Händchen und eine unwahrscheinliche Sensorik dafür und sind da auch sehr erfolgreich. Also wir stehen mittlerweile nicht nur vor dem Tresen, sondern auch dahinter und auch an der Brennblase. Wow, das ist ja echt klasse. Ja, ich habe selber mit den Masterblenderinnen, das heißt, das sind Frauen, die haben ja einen Vorteil gegenüber uns Männern, weil Frauen sind ja von der Sensorik her wesentlich feiner und Frauen können ja auch immer mehrere Dinge gleichzeitig machen, was wir Männer ja nicht so gut können, ja. Und habt ihr jetzt gerade auch an die Melanie, ihr Mann, der Tom, der ist ja bekannt, ist ja ein bekannter deutscher unabhängiger Abfüller, auch ein sehr erfolgreicher unabhängiger Abfüller. Wenn ihr beide jetzt so Whisky verkostet, stellt ihr da auch fest, dass du feiner bist, ja? Ich bin die Nase. Also das Glas kommt als erstes zu mir und ich sortiere halt erstmal aus nach dem Geruch und danach wird weiter entschieden, wie die Geschmacksrichtung dann auch ist. Und meistens treffen wir uns eigentlich dann oder kommen wir in der Mitte zusammen. Also meine Nase und sein Geschmackssinn kooperieren dann wunderbar miteinander. Und die Nase ist das Entscheidende eigentlich. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, das heißt, wenn ihr Fassproben bekommt, ja, und dann sagst du Go or No Go. Das erste dran riechen und im Grunde schon ein bisschen voraussortieren, das darf ich schon. Okay, aber im Endeffekt machst du damit die Vorauswahl? Quasi, ja. Also dann doch schon auch ganz schön gewichtig und das ist ja eigentlich auch der Job eines Blenders, mit der Nase herauszufinden, wie das da geht. Jetzt gehen wir kurz rüber zu Lisa. Du bist jetzt das zweite Mal dabei. Ich meine, als Organisatorin hat man ja auch sehr viel Verantwortung. Aber so jetzt, wie ist dein Gefühl? Weil ja Whisky ist ja noch mehrheitlich Männer, aber wie fühlt man sich als Frau auf einer Whisky-Messe?
Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Klar ist es im Moment noch sehr, sehr männerdominiert, aber ich merke schon in den letzten Jahren, dass es sich verändert hat. Also vor 5 Jahren, ja, in den Kinderschuhen meines Whisky-Anfangs, sage ich jetzt mal, da waren es wirklich so gut wie keine Frauen. Und jetzt gerade auch, wenn man Whisky-Club anguckt, es werden immer, immer mehr. Es macht Spaß, auch mit Männern zu diskutieren. Und meine Erfahrung ist bisher, dass nicht, wie man sich jetzt denken würde, Männer sagen, ja, okay, die haben eh keine Ahnung von Whisky, sondern die akzeptieren einen auch als vollwertiges Mitglied. Und mit denen kann man auch super diskutieren. So, super. Cool. Also im Endeffekt kann man festhalten, wenn ihr interessiert seid, liebe Frauen, gebt euch einen Ruck, kommt ja her, trefft die Sharing Angels, werdet selber ein Sharing Angel und ja, entwickelt euch weiter, entdeckt die schöne Welt des Whiskys, findet euren Weg zum Genuss und auch nochmal jetzt einen ganz herzlichen Dank an Petra, Melanie und Lisa. Ciao!